Von Krzeszowice aus machen wir uns auf den Weg nach Kwai. Es gibt Hirsche im Wald von Kwai. Zwischen hohen Bäumen schenkt uns einer einen sanften Blick. In dieser Gegend Polens fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, wie eng die Beziehung zwischen Mensch und Wald ist. Etwas schüchterner reagieren die Wisente, die wir im grünen Dickicht ausmachen, und kaum, dass sie unsere Schritte auf Zweigen und Laub vernehmen, laufen sie schnell davon. Die Wälder von Kwai sind Teil des Lebens seiner Bewohner. Sie spazieren oder fahren auf den unzähligen Wegen auf Fahrrädern entlang, genießen den intensiven Geruch des feuchten Grün. Der Wald von Poschina bewahrt Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg. An diesem Ort wurden in der Nacht vom 9. zum 10. September 1930 die Soldaten des 5. Infanterieregiments Podalanchi von feindlichen Truppen überrascht und getötet. Mit diesem Denkmal erinnert man an die Geschehnisse jener tragischen Septembernacht. Aber der Wald ist nicht der einzige Bezugspunkt von Kwai. Die Familie Zelensky hat auch ihre Spuren in der Geschichte des Ortes hinterlassen. Heutzutage bezeugt das Zelensky-Mausoleum die Geschichte einer berühmten Familie, die zum großen Teil seit 1903 in seinem Innern ruht. Ruhestätten, in Blumen und warmes, goldenes Licht gebettet. Dieses Mausoleum liegt gleich neben der Pfarrkirche von Bzierzyce, die 1924 genau dort erbaut wurde, wo einst eine kleine Holzkirche aus dem 16. Jahrhundert stand. Die Säulen in Palmenform sind der Krakauer Heiligen Kreuzkirche nachempfunden. Ein Stil, den der bekannte Architekt Franciszek Maszynski hier wieder aufgenommen hat. Der Zelensky Palast. Ein alter Besitz jenes Geschlechts, dessen Namen er trägt. Die Villa wurde im 15. Jahrhundert von der Familie Lanz-Korona errichtet und im 17. Jahrhundert von Marcin Zelensky erworben. Wegen ihres maroden Zustands wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts wichtige Umbauarbeiten an ihr vorgenommen. Die zierliche Villa ist heute im Besitz des Staates und zu einem vorzüglichen Hotel umgebaut. Die ehemaligen Hofgebäude ziehen eine gehobene, anspruchsvolle Klientel an, die feine, edle Ausstattung zu schätzen weiß. Diese einstige Villa, zum Kulturzentrum umfunktioniert, ist Aufführungsort für Konzerte klassischer Musik verschiedenster Art. Und es war just die Musik, der sich der berühmteste Zelensky, namentlich Władysław, verschrieben hatte. Er ist einer der meist angesehenen neoromantischen Musiker Polens. Und der Brunnen des Zelensky-Palastes ist eng verbunden mit der Oper Goplana. Ist es doch diese Heidenfigur einer wasserumschmeichelten Nymphe, die dort dargestellt wird. So,
Die Jugendlichen spazieren auf einem der vielen Wege von Kwai. Wege, die die verschiedenen Gemeindeteile mit dem Ort verbinden und zu anderen Ortschaften führen. Pfade, mitten der malerisch abgelegenen Landschaften, im Nachhall der Musik einstiger Berühmtheiten. Wo Mensch und Natur in Einklang miteinander leben. Und die Natur sich ihm auftut, ohne Scheu.